Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Civilization 6 und wir sind dabei. Wir haben in der letzten Folge sehr, sehr viele Einheiten oder beziehungsweise sehr, sehr viele Städte bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir legen einmal auf nächste Runde. Oh, hier gibt es noch Glaubenskämpfe. Hier gibt es auf jeden Fall noch Glaubenskämpfe. Tornado-Ausbruch. Eines Tages wird es keine. Na okay, Tornado, na gut. Ich glaube, der hat meine Drohne, glaube ich, erwischt. Ne? Kann das sein? Aber das kann ganz gut sein. So. Eigentlich müsste man damit. Ja, ich glaube, wenn wir zwei Einheiten jetzt einmal reinschicken, sollte das ausreichend sein. Zack. Damit erhalten wir jetzt schon die Stadt St. Petersburg. Das heißt, wir haben eine weitere Stadt. Ich kann die Drohne einmal hier hinschieben. So, jetzt ist wirklich nicht mehr viel vorhanden. Oh, hier St. Petersburg brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal. Das behalten. Okay. So, hier gucken wir mal, was wir hier bauen können. Der Broadway. Sehr schön. Hydroelektrischer Staudamm. Ja, gut, eine Stadt können wir da angreifen. Oh, das geht aber auch runter, ey. Junge, Junge, Junge. Das geht richtig doll runter. Fast halt, ne? Ja, damit erhalten wir auf jeden Fall noch eine weitere Stadt. So, okay. Wir hatten, glaube ich, hier oben hatten wir, glaube ich, auch noch einen Kampfbomber. So, Kampfpanzer Stadt behalten. Ja, die Stadt will ich auch noch behalten. Ne, das wird noch nix, okay. Das wird noch nix. Gouverneurtitel. So. Befördern. Ah, cool. Hab auch noch eine Steam-Belohnung bekommen. Sehr schön. Weil der jetzt einmal hier vollkommen ausgedingst ist. Einmal vollkommen ausgebildet. So. So, hier haben wir noch einen Kampfpanzer, den schieben wir auch nochmal mit ins Kriegsgebiet runter. Aber bis der da ist, ist wahrscheinlich schon alles. Ist der Drops vermutlich schon gelutscht, muss man sagen. Ja, eigentlich brauchen wir auch der. Eigentlich kann der Flugzeugträger tendenziell auch hier stehen bleiben. Der kann hier eigentlich. Jetzt haben wir hier noch einen Stadtfernkampf. Oh, da kommt er hier einmal an mit irgendwelchen Rittern noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh, England hat das Weltraumrennenprojekt Mondlandung abgeschlossen. Okay. So, offene Grenzen. Gips, Baumwolle. Vorschlag ablehnen. Was soll ich denn immer irgendwie was geben euch? Will euch nichts geben. Sondersitzung. Ja. Ist jetzt natürlich die Frage, was die jetzt halt natürlich machen. Abgelehnt.
Also 4 abgelehnt, Peter hat noch abgelehnt und Montezuma hat dafür gestimmt. Und der Rest wäre dann halt wahrscheinlich dann auch mit im Kriegszustand mit mir, soweit ich das im Kopf habe. Das wollen die halt natürlich alle nicht, ne? Das ist natürlich ganz klar. Mir will da natürlich momentan keiner in den Kriegszustand. So, hier habe ich auf jeden Fall... da gab es Ärger. Ja, Chambola würde ich ganz gerne wahrscheinlich noch als Stadt nehmen wollen, muss ich gestehen. Naja, hier können wir noch eine neue Basis zuweisen. Machen wir einmal hier nach unten. Okay, dann können wir hier einmal gucken, dass wir hier oben einmal den Kampfbomber einmal eine neue Basis zuweisen. Dann gehen wir einmal nach St. Petersburg. Ja, hier gehen wir einmal zurück mit unserem Panzer. Weil sonst macht das nämlich Aua. Okay, damit haben wir auf jeden Fall eine weitere Stadt. Sehr schön. So, die behalten wir auch. Ist zwar nur eine Einserstadt, aber gut, was soll's. Gibt es Schlimmeres. Bauen wir eine Börse. Hier bauen wir ein Wohnviertel mal hier hin. Da gibt es nämlich auch nichts irgendwie. Lager reparieren. So, das müssen wir auch mal bis zur Heilung verschanzen. Der Kampfpanzer befestigen wir auch erstmal zunächst, mal ganz kurz. Hier warten wir erstmal noch ab. Der linken Seite. Hier warten wir ab. Da warten wir ab. So, der Kampfpanzer, den schieben wir einmal nach unten. Das wäre, glaube ich, soweit ich das sehe, müsste das dann die letzte Stadt sein. Vorschlag ablehnen. Nein. Ich möchte ihn einmal komplett ausradieren. Ich habe keine Lust mehr auf Sikhismus oder ähnliches. Ich bin ein großer So, okay, gut. Die sind auf jeden Fall noch unschön, aber es sollte eigentlich dann bei Zeit so sein. So, Luftangriff. Zack. Und Luftangriff. Das müsste eigentlich dann auch der letzte Luftangriff gewesen sein. Okay. Vergib unsere Schwäche, meine Schwäche. Ich war ein würdiger Diener. Das heißt, ein Gegner ist damit besiegt. Auf Wiedersehen. Das Aztekenland konnte sich nicht bewähren. Und somit ist das Aztekenland komplett hinüber. So, das bedeutet, wir haben jetzt relativ viel an Ländereien dazu bekommen. Sehr, sehr schön. Müssen wir natürlich mal gucken, ob wir hier diese ganzen Schichten einmal gehalten bekommen. Haben wir, wenn wir jetzt hier angreifen würden, theoretischerweise. Ich kann keinen Überraschungskrieg. Ach, da war ja was mit Kanada. Stimmt. Oh. Ah, okay. Okay, also hier kann ich leider keinen Nuklearschlag machen. Okay, das ist schade. Ich würde ganz gerne mal einen Nuklearschlag gegen Griechenland machen wollen, muss ich gestehen. Wir sind ja, glaube ich, noch mit Griechenland sind wir ja, glaube ich, noch im Krieg. Ja. Bedeutet, ich würde ganz gerne. Können wir ja mal machen, dass wir einfach mal unsere Drohne, die wir noch irgendwo hier rumfliegen haben. Wo ist sie denn gerade? Da ist sie. Ne, das ist ein Kampfbomber. Okay. Wir können ja einmal. Ich bin dem Ganzen ja trotzdem mal noch eine Basis zuweisen. Dass wir mit dem Flugzeugträger einfach mal in Vorbereitung schon mal hier nach drüben gehen. Wäre doch auch schon mal eine Maßnahme.
So, zack. 2 Aluminium pro Runde. Das klingt doch auf jeden Fall nach einer guten Maßnahme. So, wir haben auf jeden Fall scheinbar auch noch ein paar Handelswege verloren. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal beigehen. Dass wir da auf jeden Fall auch nochmal ein paar Handelswege dazu bekommen. So. So, es wäre eigentlich gut, wenn wir wirklich nochmal. Können wir gar nicht uns rechnen. Achso, wir haben kein Aluminium mehr. Okay. Also, wir würden ganz gerne nochmal ein paar Handwerker. Dann machen wir hier einfach mal so eine kleine Handwerkerrunde. Würde ich sagen. Und hier die Stadt, die muss erstmal gucken, dass sie überhaupt irgendwie wächst oder dass sie erstmal überhaupt klarkommt. So, und hier gucken wir mal, dass wir einmal hier nach oben ziehen. Große Flut abgeschwächt. Okay. Brauchst bei diesem Stand über den Fluss liegende Land. Okay. Ist da jetzt irgendwas passiert? Irgendwie ja nicht so, ne? Wir müssen eigentlich, theoretisch müssten wir, so vom Ding her, sollten wir eigentlich 2 Nuklearwaffen haben. Aber unsere Drohne ist jetzt immer noch nicht wieder aufgetaucht. Oder wo ist denn jetzt ist unsere Drohne zerstört worden? Das ist natürlich auch nochmal eine gute Frage. Aber Rebellion in einer Runde. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall was machen. Bedeutet, da muss ich was machen. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall einen Gouverneur mal umsetzen. Halifax. Etabliert in Halifax. Ah, okay. Das heißt, wir müssen einmal nach. Ah, das dauert ein paar Runden. Oh, das ist natürlich nicht so gut. St. Petersburg wäre ganz cool. Ah. Das sieht auch nicht so viel, ne? Könnte sein, dass wir vielleicht die Stadt verlieren. Das kann durchaus passieren. Ich würde aber ganz gerne einmal meinen. Nun lassen wir auch meinetwegen erstmal noch ab von der Stadt. Das wäre natürlich auch nochmal ein Plan. Von der Sache her. Das wäre auch nochmal durchaus eine Möglichkeit. So, das heißt, der hat jetzt erstmal das hier gebaut. Das heißt, dann können wir den erstmal auch nochmal hier hinschicken. Und hier haben wir einen Händler. Können wir nach Novgorod. Und schon mal den Weg schon mal beginnen. Wird zwar vielleicht nicht so lange halten, aber besser als gar nichts. Achso, den Zerstörer, den hätte ich ganz gerne. Und der Zerstörer, der kann mal hier hin. Also, da müssen wir erstmal sowieso noch Pause machen, da ist auch alles okay. So, kann sein, dass es jetzt gleich auf jeden Fall eine Rebellion gibt. Das werden wir nicht unbedingt verhindern können, glaube ich. Okay, in 2 Runden. Aber ein einziger Wind. Oh, wir haben 2 beschädigte Geländefelder und Geländefelder mit Fruchtbarkeitseinbußen. Über sich selbst, über seinen Körper und seinen. Okay. Sehr schön. So, dann haben wir hier Optimierungsgebot. Regierung der nahen Zukunft. Das wäre, glaube ich, auch nochmal was Cooles.
Okay, also hier haben wir auf jeden Fall relativ wenig Energie. Also hier haben wir, hier sieht alles gut aus, aber ansonsten da oben ist nicht viel. So, das Reich ist soweit okay. Was ist das für eine Ansicht? Das ist ja platt, die Ansicht hier. Okay, das heißt, wir brauchen als nächstes, wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir Waffenverschiffung. Haben wir mal ein Riesenrad. So, neue Regierung verfügbar. Das bringt mir alles nichts. Nee, will ich nicht. Jo, das wird uns auf jeden Fall nichts Gutes tun, glaube ich. Der Handwerker. Kann der am besten hin? Hier, glaube ich, noch eine Salpetermine. Haben wir da irgendwie schon was gemacht? Aber nicht, aber. Wobei gut, Salpeter brauchen wir eigentlich so tendenziell nicht mehr unbedingt. Okay, das heißt, wir schieben einfach mal. Wir könnten jetzt eigentlich auch schon den Nuklearschlag machen. Aber das würde mir erstmal noch nichts bringen. Soweit. So gut. So werden wir erstmal nochmal abwarten. Hier werden wir auch nochmal abwarten. Und hier werden wir auch nochmal abwarten. Ich würde schon ganz gerne, wenn dann, auf die Hauptstadt eigentlich so tendenziell. Das ist dann meistens aber sowieso immer das Beste, was man machen kann. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann von der Runde. Ah, okay, hier wollen wir noch was. Vorschlag wird aber abgelehnt. Nee, schade. Das war's von der Runde, von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.